Der junge Graf Markus hat wirklich Großes vor, aber die Aufgabe könnte kaum schwieriger sein. Es herrscht immer noch ein gewisses Chaos im gesamten Herzogtum und der Graf selber hat kaum genügend Leute um sich geschart, um seinen Rat zu besetzen. Ja, und jetzt gilt es erst einmal, die Kontrolle in der eigenen Grafschaft zu erhöhen. Und das nächste Ereignis, worauf er sich hoffentlich hier freuen kann, ist ein potenzieller neuer männlicher Erbe, der ihm von seiner Frau geschenkt werden wird. Könnte natürlich auch ein Mädchen bei rumkommen. Ja, und das ist natürlich erstmal die Grundlage, dass die Dynastie Bestand haben kann. Denn die eigentliche Hoffnung der Dynastie war ja sein Bruder Meginhard, aber der ist durch diverse Gründe, die ein bisschen mysteriös sind, untauglich geworden und jetzt lenkt er hier eigentlich die Geschicke dieser Dynastie Kempten. Da werden wir mal sehen, wie er seine Ziele hier potenziell erreichen kann. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist ja der mächtige Verbündete, das sind die Sieghardinger und wenn die natürlich hier ihn bei irgendeinem Eroberungskrieg unterstützen würden, dann wäre das schon eine große Hilfe. Wir hatten aber erst einmal gesagt, werden wir hier ein bisschen abwarten. Er wird ja auch hier erstmal seinen Amtsgeschäften nachgehen müssen. Ist auch erst 16 Jahre jung, das heißt, er muss sich auch erstmal noch ein bisschen orientieren. Ganz frisch gebackener Graf. So, Regentschaft des Lehnsherrn beendet, die Machtteilung von König Blasi mit Bernaesi ist beendet. Ja, hier der König, es gab natürlich auch diverse Umbrüche in der Vergangenheit hier in Bayern. Wir haben hier diesen Zyniker und rachsüchtigen Charakter König Blasi von Bayern. Und Bayern selbst führt ja auch noch Kriege, ne? Rabianische Eroberung von der Grafschaft von Leibniz und dann haben wir ja noch die balatonische Eroberung von der Grafschaft von Leibniz. Ja, und jetzt haben wir hier noch ein feindliches Heer, das ist die Armee von Kempten. Sigmund von Neuchâtel ist hier der Befehlshaber. Und wo marschieren die denn hier hin? Ja, wohl hier nicht zu uns, oder? Die belagern jetzt hier Augsburg tatsächlich. Hat sich Meginhard denn jetzt hier wieder in den Kopf gesetzt, doch noch seine Truppen ausheben zu lassen? Beziehungsweise, das wurde ihm, wenn dann ja, von seinen Beratern empfohlen und versucht hier nochmal gegen den Herzog tatsächlich vorzugehen. Ich meine, eigentlich sind wir in diesem Krieg ja hier noch drin. Wir könnten da jetzt mit einschreiten, aber mit 150 Mann. Wir schauen da mal. Weil hier ist ja der Herzog, sind hier die Söldner noch mit da? Die sind eigentlich da nicht mit vorhanden, ne? Die müsste er eigentlich hier nochmal neu anwerben. Wir gucken mal kurz rein, der Lehnsherr. Oh, der ist verschuldet. Der kann sich gar keine Söldner mehr leisten. Könnte sich das Ganze jetzt hier drehen? Zugunsten tatsächlich hier von Meginhard. Oder eigentlich von Graf Dietpold. Oder zugunsten Graf Dietpolds. Wir schauen mal. Was gibt es jetzt hier für Kriegsstand? 86%. Ja, und Augsburg wird dir fallen und eventuell wird doch hier der Lehnsherr eingekerkert. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Lang kann das hier nicht mehr dauern. Ja. Vielleicht noch ein guter Monat. Wir lassen mal ein bisschen schneller hier machen. Ja, das wäre es natürlich. Sieht das denn überhaupt aus? Wer erbt das Ganze denn? Ich glaube, dieser Münz, wie hieß dieser eine Graf? Münzausschlag oder sowas in der Art. So, und jetzt ist das Ganze hier doch tatsächlich auf minus 50% runtergegangen. Moment mal, wieso? Guck mal, besetzter feindlicher Hauptsitz. Das ist eigentlich das Hauptding. Ich dachte hier schon, es geht irgendwie um Geiseln. Nee, minus 75%, Tatsache. Nürnberg wird belagert. Diese Söldner gibt es halt hier nicht mehr. Wie konnte er sich aber so schnell verschulden? Das gibt's doch nicht. Okay, ich meine, der Herzog hat halt nicht mehr wirklich Innsbruck hier selbst unter Besitz, ja. Das ist halt Graf Jakob. So, und Rutger kann keine Kontrolle hier mehr fortführen, weil wir ja ganz kurz belagert wurden. Tatsache. Von der Armee unseres Bruders, aber halt gleich von abgelassen. Jetzt wollen wir hier aber direkt weitermachen. Ziert euch nicht, Ratsmarschall Rutger. Und führt eure Aufgabe fort.
3 Jahre würde das hier dauern. Es ist aber auch hier ein Hin und Her im Herzogtum. Dann trotz, dass wir natürlich ein ehrgeiziger, sehr aktiver Charakter sind, müssen wir jetzt so ein bisschen die Beine stillhalten. Ich meine, was wollen wir machen mit so wenig Mann? So, und wir haben hier tatsächlich ein Kind bekommen. Unser Erstgeborener, es ist eine Tochter, tatsächlich. Mit einem müden und doch glücklichen Lächeln überreicht Beatrice mir eine perfekte kleine Tochter. Eines Tages, Kind, wirst du mein Vermächtnis weitertragen. Welcher Name passt zu einer derart mächtigen Person, Hedwig? Na gut, das übernehmen wir jetzt ja einfach mal. Ich denke, weiß jetzt nicht, ob er da eine spezielle Präferenz hat. Und gerne hätten wir natürlich auch noch einen Sohn. Aber auch unsere Tochter gibt uns natürlich die Möglichkeit, eventuell weitere Bündnisse zu schmieden. Wir verfolgen das hier mal so ein bisschen. Oh, die könnten die hier jagen. Ja, und es kommt ja sogar zur Schlacht. Sie haben hier die Teile der Truppen abgefangen. Ja, und dann sieht es hier doch auf einmal ganz gut aus für die Partei, die gegen den Herzog hier rebelliert und Verbündete hier Graf Manegold von Brixen. Okay, der scheint das Ganze hier jetzt auch geerbt zu haben. Okay, wir könnten jetzt versuchen, dem Herzog hier beizustehen und Augsburg zurückzuerobern. Aber wir sehen den Herzog, der hier aktuell herrscht, ja auch nicht wirklich als rechtmäßigen Herzog an. Von daher, uns kann es eigentlich hier auch relativ egal sein, wer hier aktuell auf dem Herzogsthron sitzt. Denn letztendlich wollen wir da hinkommen. So, und jetzt brechen wir hier fast die 200er Marke. Mein Gott. Der Schrecken steigt langsam aber sicher an. Weil noch konnten wir uns hier nicht beweisen. Noch zittert niemand vor uns. So, und diese Konflikte sind ja auch gleich beendet, so wie es aussieht. Ja, und König Blasi teilt jetzt die Macht hier wieder mit jemandem. Aufgrund von Gefangenschaft im Ausland. Er wurde doch hier nicht schon wieder eingekerkert. Das war ja doch schon mal, oder nicht? Die rabianische Eroberung. Wer war das jetzt hier? Oberhäuptling Kotzel der Dritte. Ja, da ist auch Bayern wirklich gebeutelt hier durch die Kotzels. Eine Generation nach der anderen. Okay, aber was hat das denn hier groß für Folgen? Ich meine, wir haben da wahrscheinlich als kleiner Graf hier kaum den Überblick. Wir schauen hier hauptsächlich auf unsere Landesgrenzen. Wir kommen das hier jetzt so ein bisschen mit. Das ist ja der entscheidende Konflikt hier für uns. Was ist hier jetzt los? Eheliche Anschuldigung. Ich bin überrascht, meine Gemahlin beim Umherschleichen in meinem Studierzimmer vorzufinden. Dem Ausdruck auf ihrem Gesicht nachzuurteilen, ist Beatrice wegen irgendetwas aufgeregt. Doch ich brauche eine Weile, um sie davon zu überzeugen, ihre Sorgen mit mir zu teilen. Mein geliebtes Wesen, ich muss euch gestehen, dass mich Winfrieda schwer gekränkt hat. Ich ertrage den Gedanken nicht, mich weiter in der Nähe dieser ungehobelten Person aufzuhalten. Jetzt können wir sagen, morgen früh ist sie halt weg. Oder ich glaube, ihr übertreibt es, oder warum erzählt ihr mir nicht nochmal alles von vorn? Ich meine, wir sind relativ gefühlskalt, aber das könnte man jetzt in beide Richtungen sehen. Also entweder würden wir sagen, ja, okay, interessiert uns nicht groß, dann ist er halt weg. Oder, ach, was kümmert uns das überhaupt? Euer angebliches Leiden. Ich denke, wir würden zumindest wissen wollen, worum es überhaupt geht. Ja. Und das ist tatsächlich eine Ränkespiel-Herausforderung. Und selbst nachdem ich die Einzelheiten des Vorfalls mit Beatrice besprochen habe, bin ich mir unsicher, was ich von dieser ganzen Angelegenheit halten soll. Ein guter Graf sollte zwar immer zu seiner Gräfin stehen, doch ich werde das Gefühl nicht los, dass Beatrice mir womöglich nicht die ganze Geschichte erzählt. Winfrieda hat hier ein Amt bei uns inne. Das wäre es natürlich, die könnten wir dann nicht so einfach davonjagen, wir haben ja kaum jemanden. So, das heißt, wir können hier mit Winfrieda reden. Okay, das findet sie dann nicht gut, sie wird aus dem Reich verbannt, also reden... Wir teilen ihr halt mit, dass sie verschwinden soll. Oder ich glaube, ihr solltet diese ganze Angelegenheit vergessen. Wir reden dann schon mit ihr. Ich meine, im Zweifel stehen wir, denke ich mal, hier unserer Frau schon ein bisschen bei. Das ist jetzt ja auch einfach nur irgendein Höfling, oder?
Nee, Moment, hier, so. Irgendein Höfling, Winfrieda. Ist jetzt nicht irgendwie von Bedeutung. Und weg ist sie. So, und jetzt meldet sich hier der Herzog. Als Graf von Einfluss ist nur angemessen, dass eure Stimme im Rahmen meines Rats gehört wird. Als Anerkennung dieser Tatsache biete ich euch hier mit dem Posten als Ratsspitzel von Augsburg an. Okay. Aber ich meine, wie lange wird er hier noch Herzog sein? Wahrscheinlich muss er uns halt hier den Posten geben. Ich meine, alle anderen rebellieren gegen ihn. Annehmen. Können wir uns theoretisch dieser Fraktion hier überhaupt anschließen? Gegen unseren Lehnsherrn? Es gibt hier diese Freiheitsfraktion von Graf Diepold. Hm. Können wir natürlich auch sagen, was hat das hier für Folgen? Ist das nicht nur... Reduziert die Lehnsautorität. Und das war's dann. Okay. Naja. Wenn wir uns da jetzt mal nicht anschließen, ich meine, wäre auch noch eine Option. Aber wie gesagt, wir halten hier erstmal die Füße ein bisschen still. Okay, Herzog Albert wird jetzt von Graf Jakob angegriffen. Der wittert jetzt natürlich hier auch die Schwäche. Und schlägt dazu. Hm. Jetzt können wir ja auch nicht mehr beitreten. Aber letztendlich senkt er dann doch die Lehnsautorität von uns allen, oder nicht? Aber ist ja auch wieder hinfällig, wenn er jetzt gleich nicht mehr herrschen wird. Jetzt wird hier Augsburg wieder belagert. Mein Gott. Ein Hin und Her in Augsburg. Ganz ehrlich, und ich dachte, wir haben hier eine relativ ruhige Gegend. So ganz zum Anfang unseres Let's Plays. Was ist das hier für ein Getümmel in diesem Eck? Ja, mal so ein bisschen weiter weg hier von den Überfällen der Wikinger. Aber die Kotzels machen halt hier Ärger. So, jetzt können wir hier die Kontrolle wieder nicht durchführen. Wir werden ihn hier aber mal wieder anweisen, sobald hier immer fertig belagert ist, dass er sich der Mühe gibt. Aber wir kommen nicht wirklich voran. Jetzt fallen die da wieder ein. Es bricht immer wieder ab dann, ne? Ja. Fühlen sich dadurch wohl provoziert, so wie es aussieht. So, wir sollten mal hier oben reinschauen. Jetzt haben wir hier schon wieder zig Meldungen. Meine Güte. Das müssen wir uns jetzt aber ja alles mal nacheinander überlegen. Also, Gemeindekontrolle hier übrigens bei 70. Schon besser als zu Anfang, da war es ja bei 60. So. Die Geiseln hier mit Graf Timo von Mürzzuschlag. Das ist so eine Geschichte, das lassen wir mal. Wir haben keine Amme eingestellt. Sollten wir wahrscheinlich machen. Haben wir da überhaupt jemanden? Ist schlecht geeignet hier. Elisabeth. Aber als Graf sollte man hier zumindest eine Amme haben, oder? Was kostet denn das? Ich glaube, die Amme war relativ günstig. 0,31. Mhm. Sorgt aber dafür, glaube ich, dass unseren Kindern nicht so viel geschehen kann, oder? Verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder sich Erkrankungen zuziehen. Und Kindentwicklungsereignisse können halt doch auftreten. Oh, ist halt die Frage. Wir sind halt so arm. Aber das sind fast so ein bisschen die essentiellen Sachen hier, wie Hofarzt und Amme, ne? Wir machen das jetzt mal. Soll sie sich darum kümmern. Wird sich nicht drum geschlagen haben hier als fauler Charakter. Aber immerhin ist sie ehrlich. Und scheinbar auch wortgewandt. Na gut. So. Jetzt können wir hier immer noch dieses Bündnis aushandeln. Das lassen wir mal sein. Wir haben immer noch wenig Ritter. 3 von 5. Mal gucken, ob das mit der Auszeichnung jetzt hier mal klappen würde. Rutger, jetzt kommt doch mal. Ja, jetzt können wir die Auszeichnung hier schaffen. Und dadurch können wir doch, glaube ich, auch hier wieder diesen Nachfolger bestimmen, oder? Jetzt gucken wir hier erstmal rein. Was das nochmal hier war. Hm. Steht es nicht so ganz, ne? Das ergibt dann das hier. Dieses Schurke und Disziplinierer. Aufgebotsverstärkungsrate und Söldneranwerbekosten. Und das dann halt immer weiter verstärkt. So, und hier können wir jetzt diesen Nachfolger doch noch suchen, oder? Würdigen Auszeichnungsnachfolger suchen. So machen wir das. Und dann bekommt man noch einen Ritter mehr und eventuell jemanden, der auch hier geeignet ist für unseren Rat. Das wäre ja noch ganz entscheidend. So, diese Kriege können wir hier sowieso erstmal nicht erklären und das ist auch alles hinfällig. Jetzt gucken wir vielleicht noch zu Entscheidungen rein, ob wir da noch irgendwas haben. Karawanenführer bräuchten wir auch. Aktuell unternehmen wir aber keine Reise zur örtlichen Kultur konvertieren. Das ist ja auch noch so eine Sache. Wir sind hier bayerisch und die örtliche Kultur, ist das hier schwäbisch? Gucken vielleicht mal rein. Wo war denn das? Kultur. Ja, tatsächlich schwäbisch.
Wir werden jetzt hier nicht schwer beschwerden. Wir sind die ganze Zeit schon immer Teil von dem bayerischen Königreich. Ich denke, da fühlen wir uns schon zugehörig. So, Kleinvieh macht auch Mist. Als zusätzliche Bezahlung für einen kürzlich abgeschlossenen Handel erhielt ich eine große Viehherde. Oh, immerhin. Mir wurde versichert, dass die Tiere von höchster Qualität sind. Aber stellt sich dennoch die Frage, was ich mit ihnen anfangen soll. Burger wird von der Herde profitieren. Okay. Eine wirklich schöne Herde, aber sie könnte größer sein. Das Leder wird eine Menge Geld bringen. Her mit dem Beil. Nein, als ehrgeiziger Charakter, denke ich, hätten wir da gern noch eine größere Viehherde. Und das würde bedeuten, dann hier Entwicklungszuwachs plus 20%. Und so wären das... Lass uns mal reinschauen. Plus 10. Ehrgeizig. Größere Herde. Und wir haben hier eine große Viehherde bekommen. Sehr gut. Sie ist jetzt eine Frau. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich meinen alten Schwarm Kriemhild gesehen habe. Ein alter Schwarm? Moment mal. Beziehungen? Hier ist nichts gelistet. Wer ist Kriemhild? Die klumpfüßige, mitfühlende, arrogante, ehrgeizige Kriemhild. 20 Jahre. Bisschen älter als er. Tochter von Serhilda, der Menschenfresserin. Oh, okay, der früheren Ratsspitzelin. Und Berar von Aargau. Und da möchte ich bei keinem Familienessen mit dabei sein. Sonst landet man ja selbst noch auf dem Teller. Okay, was ist mit ihr? Selbst nach all den Jahren sucht mich zur Mitternachtsstunde doch der Gedanke an sie als mein Kinderschwarm heim. Sie mag nun erwachsen sein, doch greife ich beim Gedanken an sie zu meiner Feder. Vielleicht sollte ich endlich meine Gefühle kundtun. Oh, okay. Interessant. Ich werde meine Liebe gestehen. Dann beginnt hier eine Affäre. Oder ich muss diese kindischen Gedanken abschütteln. Ah, hier bin ich wieder so zwiegespalten. Er gilt ja als auch gerecht. Einerseits als gefühlskalt, aber gefühlskalt bedeutet ja nicht unbedingt, dass er kein sexuelles Verlangen auch entwickelt. Ah, die Ehe zu brechen ist wieder ungerecht. Ganz ehrlich, hier ist eigentlich wieder beides möglich. Mal sehen, was hier durchbricht. Sein Verlangen oder aber eventuell auch sein Gerechtigkeitsempfinden, eventuell Gewissen, wie auch immer. Wir werden das Ganze mal auswürfeln. Und dementsprechend geben wir hier auch einfach mal eine 50-50-Chance. Ich würfel eine 1. Ich werde meine Liebe gestehen. Und hier ist es dann wohl so, dass er sich zu ihr hingezogen fühlt. Und ihm macht es dann eben nichts aus, dass die Gefühle seiner Gemahlin hier eventuell zu verletzen, ja. Das kann man natürlich dann auch so sehen. Machen wir das mal. Könnten eine Affäre beginnen? Ah, es steht noch nicht fest. So, jetzt gucken wir mal. Ich gestehe Kriemhild meine Liebe in einem Brief. Es dauert nur ein paar Tage, bis sie mir zurückschreibt, dass sie ebenso empfindet. Oh, okay. Ich bin überglücklich und einfach nur verblüfft, dass unsere Liebe die Torheit unserer Jugend hinter sich lassen und zu einer reifen Beziehung erblühen konnte. Wie wundervoll. Und sie wird jetzt hier tatsächlich unsere Affäre. Tatsache. Gott, ich hoffe, die befinden sich hier ganz woanders. Wo befindet sich denn Serhilda? Oh, hier auf einer verlassenen Insel. Gehört hier zum Königreich von Schottland. Interessanterweise. So, es gab jetzt hier noch einen freundlichen Austausch. Stefania von Kempten hat 20 Meinungen von uns gewonnen. Durch Vermittlung hier unserer Frau, so wie es aussieht. Wir noch eine neue Meldung reinbekommen. Na, nicht wirklich. So. Und hier wird jetzt weiter belagert, aber auch nicht wirklich. Die marschieren ja halt chaotisch hin und her. Was soll das hier? So, und jetzt, Moment mal, jetzt ist es hier vorbei. Euer Lehnsherr hat den Krieg gegen Graf Dietpold verloren. Also das Ganze hat sich jetzt tatsächlich so eingespielt, dass hier unser Bruder Graf Megenhardt, der übrigens jetzt hier auch noch melancholisch geworden ist, auf, er steht ja auf der Seite hier, der Kriegsgegner vom ehemaligen Herzog, dass der jetzt hier tatsächlich mitgewonnen hat. So, und auf dem Thron
sitzt jetzt hier dieser Herzog Timo von Münzausschlag, wie auch immer, dann steht er jetzt ja nicht mehr mit bei. Und ja, was ist das für einer? Der hat einen sehr hohen Diplomatiewert, gilt ja als erlaucht. Er wird als echte Führungsperson verehrt, die selbst der Großreiche aus den Sagen und Legenden würdig ist, mein Gott. Hochtrabend. Er gilt auch als religiöser Eiferer. Und die Beziehung ist okay. Von daher müssen wir aber auch nicht befürchten, dass unser Bruder jetzt irgendwie eingekerkert wird. Das freut uns, denke ich, schon. Andererseits sehen wir ihn hier auch nicht gerne den Herzogstitel halten. Ja? Das muss man auch so sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt hier? Ritter einladen. Das dürfte aber auch alles zu teuer sein. Aber wir könnten es zumindest mal probieren. Aber das kostet ja auch 150 Prestige. Und wir haben auch nur 240. Und Einnahmen hier von 0,8. Das ist auch alles ziemlich übel. Wir könnten eigentlich hier jeden Mann gebrauchen, ne? Wir machen das jetzt aber folgendermaßen. Wir werfen jetzt hier nicht gleich alle unsere Ressourcen über Bord. Wir sparen jetzt noch ein bisschen was an. Warten einfach mal, bis hier die Kontrolle wiederhergestellt ist. Jetzt ist ja der Krieg vorbei. Jetzt können wir ja endgültig mal diese Anweisung hier erteilen. So, Rutger, auf geht's. Und wenn das hier beim Maximum ist, dann werden wir hier möglicherweise oder möglichst Rutger anweisen, dass er doch mal hier die Befehlshaber ausbilden soll. So. Okay. Und Herzog Timo teilt hier die Macht mit Negota Wilhelmin. Alles klar. So, wir müssen natürlich schauen, was wir hier als erstes Ziel sehen. Nürnberg wäre natürlich auch eine Möglichkeit, denn Nürnberg war, glaube ich, nicht allzu mächtig. Was ist denn hier los? Artefakt Anspruch erhalten. Ah ja, ja, Hausoberhaupt ändern. Was ist hier los? Tatsache, es ist soweit. Meganhart, das kriegen wir als letzte Meldung, ist jetzt hier tatsächlich gestorben. Dem ging es überhaupt nicht gut. Und jetzt, ja, ich lache, weil dann hätten wir jetzt eventuell doch hier Graf Meganhart den Dritten weiterspielen können. Aber ich werde jetzt hier nicht noch einmal wechseln, ja. Also wenn wir wechseln, dann bleiben wir auch dabei. Und der ist jetzt hier 10 Jahre alt, Meganhart der Dritte. Tatsächlich jetzt hier der Graf von Kempten. Und der gilt hier als Riese. Das ist aber auch interessant, als zufrieden und nachdenklich. Ah, kommt, seht mal hier, der ist auch wieder so zurückhaltend und was auch immer. Der würde sich hier wahrscheinlich wieder überhaupt nicht bemühen. Meganhart reicht, was er hat, ob das nun viel oder wenig ist. Ja, der ist einfach zufrieden damit. Jetzt ist natürlich die Frage, wir könnten uns natürlich hier mit ihm verbünden. Aber er ist auch gleichzeitig dann jetzt hier das Hausoberhaupt, oder? Ja, Tatsache. Okay. Gehen wir dann ein Bündnis mit ihm ein? Ich denke nicht, dass wir gegen ihn hier Krieg führen würden, oder? Und dann hätten wir hier zumindest mal noch einen Bündnispartner. Wir können mal schauen. Artefakt Diebstahl. Ja, diese ganzen Ansprüche hier von den Artefakten, das interessiert uns natürlich eigentlich nicht wirklich, muss ich sagen. Jetzt müssen wir das hier mal alles wegklicken. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal ein Bündnis mit ihm auszuhandeln. Dynastieoberhaupt hat sich geändert. Haben wir hier überhaupt Anspannung erhalten? Ich denke schon ein wenig, oder? Ja. Unser Bruder ja jetzt hier verstorben ist. So. Wo haben wir ihn denn jetzt? Das ist unser Lehnsherr. Ja, aber hier Kempten. Dürfte ja jetzt eigentlich hier möglich sein, oder? Persönlich, da ist es nicht. Diplomatie, Bündnis aushandeln. Geht nicht. Er würde nicht annehmen, aber warum denn nicht? Meinung von Graf Meganhart minus oder und der Unterschied in der militärischen Stärke auch zu groß. Was haben wir überhaupt für Kriegsvolk? Haben wir überhaupt Kriegsvolk? Ah, haben wir nicht mal. Gott. Das zum Thema schwierige Ausgangslage. Wir beeinflussen hier immer noch Suffraganbischof Emmerich. Ja, wenn der uns billigt, dann kommt ja auch noch ein bisschen was dazu. Und euer Neffe, Graf Meganhart der Dritte, könnte potenziell ein Bündnis aushandeln. Ja, nimmt er ja nicht an.
Deswegen lassen wir das mal. Und hier brauchen wir jetzt noch einen würdigen Nachfolger. Aber das haben wir doch eigentlich schon bestimmt. Mein Gott. Wenn ich das hier auswähle. Würdigen Nachfolger suchen. Geht nicht mehr bis 58. Vielleicht ist die Meldung aber hier noch alt. Lass mal weiterlaufen. Eieiei. Ehrgeiziger Charakter und doch hier zum Nichtstun erstmal verdammt. Aber Schritt für Schritt erstmal die Kontrolle hier wieder herstellen. Okay, jetzt die Machtteilung erstmal beendet. Und jetzt haben wir hier einen Nachfolger gefunden. Wer ist denn das? Ludfried von Margrave. Ein reizloser, gieriger Charakter. Oh, also wirklich fähig ist der hier aber auch nicht, ne? Mhm. Aber ich meine, besser als nichts. Und schaut mal, wir könnten hier theoretisch 5 Domänen halten. Eine haben wir. Na gut. Weiterhin Truppenbewegung. Aber Bayern hier mal abwechslungshalber in einer Phase des Friedens. Und er scheint ja auch wieder frei zu sein. Also hier nicht dauerhaft gefangen genommen. Von den Kotzels. So, jetzt halten wir hier eine Meldung. Wir können ein Bündnis aushandeln. Jetzt meldet er sich. Jetzt möchte er hier tatsächlich ein Bündnis. Allzu gern habe ich vorgeschlagen, dass wir die Bande zwischen uns noch stärken, indem wir ein formelles Bündnis zwischen unseren Reichen schließen. Okay, ich denke hier, das ist nur logisch. Das machen wir, dass wir mit unserem Neffen hier das Bündnis schließen. Wir haben auch den gleichen verbündet noch, wobei er den hier nicht mehr hat, mit den Siegerdingern eigentlich. Sollte normalerweise so sein. Regentin, ist er hier noch gar nicht verheiratet oder so? Moment mal. Sieht ganz aus, ne? Beziehungsweise verlobt. Wir nehmen ja jedenfalls an. Und vielleicht können wir dann hier das Ganze gemeinsam durchsetzen, dass das Ganze hier wieder unter die Kontrolle kommt vom Haus Kempten, das Herzogtum. Auch wenn wir natürlich hier uns als den federführenden Charakter betrachten. So, schauen wir mal rein. Mhm. Und es meldet sich der neue Herzog. Herzog Timo, als Graf von Einfluss ist nur angemessen, dass eure Stimme im Rahmen meines Rats gehört wird. Auch sehr schön. Wir sind ja nicht der stärkste Graf hier, ja? 208 Mann gerade mal, Militärstärke. In Anerkennung dieser Tatsache biete ich euch hier mit dem Posten als Ratsmarschall von Augsburg an. Ui, auch das sehr interessant. Und hier trifft sich nochmal so ein bisschen, oder treffen wir auf den Punkt, wo wir denn weitermachen können. Wir bleiben jetzt hier erstmal bei dem Schwerpunkt Domäne, werden hier das freischalten bei Administrator, dass wir dieses Thronanspruchskomplott denn haben gegen unseren Lehnsherren. Und dann, also je nachdem, ob wir das dann einsetzen oder nicht, wir sind halt hier der Administrator, als der, der sich halt hier als Herrscher sieht. Und dann werden wir, denke ich, durchaus weitermachen im Bereich der Kriegsführung, denn er wird Kriege führen müssen, da führt kein Weg dran vorbei. Und ich denke, da hat auch seine Frau vielleicht so ein bisschen mit auf ihn eingeredet und er tauscht sich mit ihr so ein bisschen aus. Die ist ja sowieso recht begabt, was die Kriegsführung angeht. Und da nimmt er, denke ich, auch ein bisschen was mit. Das ist denn nur logisch. Dann lassen wir das hier noch fertig werden und dann machen wir den Schwenk im Lebenswandel. So. Wie lange dauert das jetzt hier noch? Bestimmt noch 2 Jahre, oder? Guck mal rein. 3 Jahre sogar. Oh Gott. Alles so ewig. Komm, hier ist noch was dazu. Jakob von Innsbruck können wir hier den Krieg erklären. Ja, und der ist aber hier verbündet. Mit Gräfin Ladika. Okay, die haben nicht allzu viele Mannen. Und halt Herzog Timo. Und wie war das? In einem Kommentar wurde noch erwähnt, dass ich eigentlich immer so eine Petition beim Lehnsherren machen könnte. Oder war das nur beim König? Und wenn ich irgendwo einen Anspruch habe. Und diese Mechanik habe ich eigentlich so gut wie niemals benutzt. Geht hier jetzt aber nicht, ne? Können wir, glaube ich, nicht machen. Zur örtlichen Kultur konvertieren und so weiter und so fort. Nee, ich glaube, das können wir nur beim König machen. Also eine Petition einreichen. Beziehungsweise, wir können hier einfach mal schauen. Herzog Timo, geht das hier irgendwie? Schauen wir mal. Anspruch erbitten. Okay. Wäre Diplomatie. Hier kommt das nicht. Mich zum Regenten ernennen. Und Vasallentum und Hof. Anspruchsteller, Fraktion gründen. Nein, also hier nicht möglich. Aber ich glaube, ja, stimmt. Es ging um den Zusammenhang, wenn wir jetzt Herzog sind und einen gewissen Anspruch auf
eine Grafschaft im Herzogtum haben, die sie aber nicht selbst halten. So war der Zusammenhang. Genau. Also sollte es mal irgendwie wieder dazu kommen, ich denke dran. Danke nochmal an dieser Stelle. So. Hier finden jetzt aber wieder kriegerische Aktivitäten statt. Was ist das denn jetzt hier wieder für ein Heer? Das muss was Internes sein. Armee von Nurau. Armee von Regensburg. Ja, Tatsache. Okay, und eine Fraktion wurde jetzt hier gegen Herzog Timo geschaffen. Wieder Graf Diepold. Und der gehört ja unserem Hause an, muss man sagen. Aber ich denke, Markus hat schon mitbekommen, was er für Unheil damals angerichtet hat. So, und die möchte, er möchte jetzt sich selber hier auf den Thron bringen. Und ja, er wäre dann, ein Hausmitglied wäre hier auf dem Thron, aber wir sind jetzt bestimmt nicht gut auf Graf Diepold zu sprechen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. So viel haben wir von unserem Vater sicherlich mitbekommen. Da wird es heiße Diskussionen gegeben haben. Und ich denke schon, dass Gundbert damals mitbekommen hat, dass es ihm immer schlechter geht. Und er hat Markus da bestimmt ein bisschen auch noch eingewiesen. Ich meine, Markus war ja auch sein Mündel, ne? Direkt. Nee, und den werden wir hier nicht unterstützen. Das machen wir nicht. Und was er sich hier schon wieder erlaubt, ja? Also mit diesen 55 Mann, die er jetzt gerade hat und baut ja diese Fraktion auf und will dann hier sicherlich wieder unterstützt werden von diversen Leuten. Ich würde mich nicht wundern, wenn er sich bei uns meldet und sagt, ja, hier, passt mal auf, ich habe da einen wunderbaren Plan. Und der will ja auch eigentlich hier nur Gold, ja. Und darauf sind wir primär ja gar nicht heiß. Wir sehen uns hier als rechtmäßigen Herrscher von Augsburg. Aber das wird noch ein langer, langer Weg. Vielen Dank fürs Zusehen und mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal.